Meine sehr verehrten Zuhörer, ich begrüße Sie zum fünften Teil des Vortrags Die Botschaft der Außerirdischen. Wenn Sie die ersten vier Teile noch nicht gesehen haben, empfehle ich Ihnen sehr, diese Videos noch vor diesem letzten Teil anzuschauen. Da die Informationen, die ich Ihnen in diesem Vortrag gebe, aufeinander aufbauen, ist es notwendig, alle Teile nacheinander anzusehen. Ich komme also jetzt zum fünften und letzten Teil. Ich habe Ihnen ja bereits von der zweiten Botschaft erzählt, die Rahel von den Elohim erhalten hat. Die Menschheit muss unter anderem ihre Aggressivität ablegen, um eine kosmische Zivilisation zu werden. Ich habe Ihnen auch über das Paradies und das ewige Leben berichtet. Dies ist also der letzte Teil des Vortrages, so wie er im Kulturzentrum von Neufeld gehalten wurde. Ich könnte Ihnen noch stundenlang über das Paradies, so wie es Rahel gezeigt wurde, erzählen. Aber das würde zu weit führen. Rahel verbrachte noch eine wunderbare Nacht auf dem Planeten und wurde dann von den Elohim wieder nach Hause gebracht. Rahel hat daraufhin das zweite Buch, Die Außerirdischen haben mich auf ihrem Planeten mitgenommen, veröffentlicht. Dieses Buch enthält auch Ratschläge und weitere Informationen, die sogenannten Schlüssel, die uns helfen sollen, ein glückliches Leben führen zu können. Wer mehr wissen will, sollte also ernsthaft in Erwägung ziehen, das erste und zweite Buch zu lesen. Beide Bücher können frei und kostenlos als E-Books auf der Website www.rahel.org heruntergeladen werden. In einem dritten Buch mit dem Titel Die Außerirdischen empfangen hat Rahel Antworten auf viele Fragen gegeben, welche die Zuhörer ihm damals immer wieder gestellt haben. Außerdem enthält das Buch einige Enthüllungen, die die Menschen erst nach einer bestimmten Zeit erfahren sollten. Rahel wurde mitgeteilt, dass er wie Jesus durch künstliche Befruchtung gezeugt wurde. Eine künstliche Befruchtung, die an seiner Mutter von den Elohim durchgeführt wurde. Sein Vater ist derselbe wie der Vater von Jesus. Der Vorsitzende des Rates der Ewigen, Jahwe. Zur Erinnerung, Jahwe ist ca. 25.000 Jahre alt und hat die wissenschaftlichen Teams geleitet, die die Menschen auf der Erde erschaffen haben. Er ist im Alten Testament sehr oft in Erscheinung getreten, und zwar als der lebendige Gott, später weniger. Die Menschen sollten ihren Weg der Entwicklung ohne Erscheinen von Gott gehen. Noch ein Wort zu Rahel. Rahel lebt als letzter der Propheten im Zeitalter der Apokalypse derzeit in Japan. Er ist also greifbar und kein mystischer Geist. Er hält regelmäßig Vorträge, die ein wenig später im Internet abrufbar sind. Er ist auch der Initiator der jährlich stattfindenden Happiness Academy, die auf jedem Kontinent der Erde eine Woche lang abgehalten wird. Die Happiness Academy ist eine frei zugängliche Veranstaltung, wo wir Menschen lernen können, glücklich zu sein. Deshalb auch die Bezeichnung Glücksakademie. In everything there is negative and positive. That's why in the yin-yang symbol you have a little white in the black and a little black in the white. Nothing is 100% positive. Or 100% negative. But you can choose where you look, what you see in everything. And if you decide to be happy, because happiness is a decision. Number two, happiness is a discipline.
So discipline is very important. Becoming happy by a decision and staying like that. Like when you do meditation, oh, you feel so good. When you clear your mind of no thinking for a few seconds, feeling so good, and thoughts come back. Discipline to stay like that. Im dritten Buch erklärt Jahwe ausführlich die Beschreibungen und Schilderungen, die Johannes in seiner Apokalypse macht und die bis heute nicht verstanden wurden. Er beschreibt die Apokalypse des Johannes als einen möglichen drohenden Untergang der Menschheit durch den Einsatz von Atombomben. Die von den Elohim berechnete Wahrscheinlichkeit für den Untergang beträgt derzeit 96%. Dies stimmt mit der Weltuntergangsuhr überein, die erst kürzlich auf 2:02 gestellt wurde. Viele Wissenschaftler der Erde haben sich mit dem Problem der Bedrohung durch falsche Politik und Atombomben beschäftigt und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Untergang der Menschheit droht. Nicht der Untergang der Erde, die wird es höchstwahrscheinlich aushalten. In diesem Vortrag wollte ich Ihnen einen kleinen Einblick geben in die umfangreiche Botschaft, die uns die Außerirdischen über Rael vermittelt haben. Meine Absicht und mein Auftrag sind, die Informationen zu verbreiten und ihr Interesse zu wecken, nichts weiter. In der Botschaft sind noch viele komplexe und interessante Einsichten über die Ethik der Elohim enthalten. Des Weiteren gibt es Vorschläge und Informationen über mögliche wichtige Änderungen in Gesellschaft und Politik auf Erden. Das Buch dazu heißt Geniokratie. Eine sogenannte Bedienungsanleitung für den Menschen haben wir von den Elohim ebenfalls erhalten, denn die Schöpfer wissen natürlich genau, wie wir funktionieren. Die Bedienungsanleitung enthält, wie schon der Name sagt, Anleitungen für ein glückliches und erfülltes Leben. Der Titel dieses Buches ist Die sinnliche Meditation. Alle Bücher sind sehr lesenswert und gratis. Es ist unmöglich, Menschen von der Wahrheit der Botschaft zu überzeugen. Jeder Mensch muss das für sich selbst erledigen. Wenn Sie interessiert sind und mehr wissen wollen, bleibt nur das Lesen der drei wichtigsten Bücher, die kostenlos heruntergeladen werden können. Es sind insgesamt ca. 350 Seiten, die die komplette Botschaft der Außerirdischen enthalten. Wenn man früher zu lesen aufhört, ist die Information unvollständig und man hat eigentlich nichts davon, da viele Fragen unbeantwortet bleiben. Außerdem ist das in der heutigen Zeit übliche Überfliegen der Zeilen aus Zeitmangel in diesem Fall völlig falsch. Jeder Satz ist von großer Wichtigkeit und ist die Basis für das Verständnis des folgenden Textes. Auf dem Flyer der internationalen Rael-Bewegung, den ich Ihnen senden kann, finden Sie den Internet-Link auf die Homepage und die E-Books, die Sie von dort herunterladen können. Ich bedanke mich nochmals für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihnen etwas vollkommen Neues und Revolutionäres mitteilen konnte. Besonders hoffe ich, dass Sie die Teilnahme an diesem Vortrag nicht als nutzlos erachten. Sie können diese Informationen und Anregungen natürlich an alle Interessierten weitergeben. Vielen Dank. Noch eine kleine Anmerkung. Da ich fast nichts über das Botschaftsgebäude erzählt habe,
werde ich Ihnen gleich jetzt noch ein Video darüber zeigen. Hundreds of thousands of people around the world believe, as all aliens do, that we were created by advanced scientists from another planet who made us in their image. Those extraterrestrial creators mentioned in the Bible as the Elohim have continued throughout history to monitor our progress and have also sent us messengers, including Jesus, the Buddha, Muhammad, and a few dozen others throughout the centuries. Each messenger brought humanity a message appropriate for the level of human understanding prevailing at the time. Our current level of knowledge prompted our extraterrestrial creators to send one last messenger, Rael. His mission is to tell human beings the truth about our origins and to communicate our creator's desire to meet with us, accompanied by all the ancient prophets they will bring with them, as announced in various religions and traditional scriptures found on all continents. But before the Elohim officially visit us, we must build an embassy in a world of peace, which will become the third temple predicted in ancient writings. They look like us because they created us in their image, like the Bible explained. And these people came on the earth a very long time ago. They built big laboratories, and in these laboratories, thanks to DNA and genetic combination, they created all life on earth. It means trees, animals, and men in their image. The original Bible, you can find one very easily. It will not written the first day God did that, but the first day Elohim did that. The second day Elohim did that. And in Hebrew, Elohim means those who came from the sky. They asked me if possible to build this embassy near Jerusalem, because it's for them a very important place. They had the first laboratory was made, the Garden of Eden is in the Bible, was near Jerusalem. It's up to us. We have the choice. They are not invaders. They respect us. So they will come only if we want to welcome them. And the people who are ready will help you. We don't need to convince all the mankind. We cannot convince all the mankind. And you cannot convince. Jesus couldn't, Moses couldn't, right. Muhammad couldn't. So you have just to find the right people, they are at the right place to bring them together, and they will help you. Okay. We already are 20,000, and we will build this embassy. Such is the mission of Rael and those who have decided to help him, the members of the International Raelian Movement. Your country could be the host of this embassy and benefit from the tens of billions of dollars that it will bring in additional revenue. The host country will also forever have the prestige of being the one who dared welcome those who created us, and in doing so, will offer a very great service to humanity. The host country will need to grant the Raelian Movement a very small amount of land, approximately 4 square kilometers, for the purpose of building a peace-loving embassy where the residents and visitors will have privacy and diplomatic neutrality. The country granting the necessary extraterritoriality and authorization for the embassy to be built within its territory will not only benefit financially, but enjoy the protection of the Elohim. It will become the spiritual and scientific center of the planet for millennia to come, and happiness will prevail within its borders. This can be your country. To know more about the Elohim Embassy project, please contact us at ElohimEmbassy.org. Falls Sie Fragen haben, ich stehe jederzeit auf der Facebook-Seite mit dem Titel WG-Rael-Bewegung zur Verfügung. Nochmals vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.